drei Tipps von dir in 60 Sekunden. Prüft, ob ihr wirklich individualisierendes Tracking braucht oder ob nicht allgemeine aggregierte Nutzungsstatistiken genügen. Dann wechselt auf datenschutzkonforme Tools ohne Consent-Banner. Wenn ihr Consent-Banner braucht, dann User-Centrics, Cookiebot, OneTrust. Achtet auf die datenschutzkonforme Ausgestaltung mit den erwähnten Graubereichen, je nachdem, wie abhängig und risikofreudig das Haus ist, was die Zustimmungsraten angeht. Und Tipp Nummer 3, prüft eure Webseite auf Einbindung von Drittcode, Videos, Karten, Google Fonts und dergleichen und baut sie so um, dass kein automatisierter Datenfluss an die Drittanbieter erfolgt.